Freischnellig Eckert ein paar Fragen. Wann und wo hast du mit Aikido angefangen? Als ich 1985 nach Hamburg kam, war ich allein und ich begann Tai Chi zu machen, um mich einfach zu bewegen. Ich hatte an normalen Sportarten der damals nicht so viel Interesse. Dann ein Jahr später, 1986, habe ich einen Film über Tai Chi gesehen und im Abspann war eine Aikido-Gruppe, wo gesagt wurde, dass sie was Ähnliches machen wie Tai Chi. Das käme aus Japan und das wäre auch ganz interessant. Und da sah ich die Leute fliegen und rollen. Und ich war sofort begeistert und habe in Hamburg mir dann ein Dojo gesucht, wo ich dann angefangen habe. Ich habe dann möglichst intensiv trainiert, fast fünfmal die Woche. Und es war so grausam anstrengend, diese Rollerei. Und ich war ja absolut unsportlich. Und ich war immerhin auch schon 27 Jahre alt, also es war auch ein später Anfang. Aber wenn man Dinge tut, die einen begeistern, dann kann man auch viel aushalten. Wie kam es dazu, dass du mit Shimizu Sensei so viel Kontakt hattest? Ich habe den Kontakt noch, aber 1988 war ein Lehrgang ausgeschrieben mit Shimizu Sensei hier in Hamburg und er kam mit einem Schüler von ihm aus Tokio und ich hatte die Chance, an diesem Kurs teilzunehmen und das war absolut faszinierend, denn sowas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Also der Meisterschüler sozusagen konnte fliegen wie ein Artist und das konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich das jemals auch machen könnte. Ich kann es auch nicht bis heute, nicht? Aber es ist nur anders. Dann lernte ich einen der höchstgraduiertesten des Tenryu kennt, das war Peter Hase. Und ihn fragte ich, ob es nicht möglich sei, auch mal nach Tokio zu fahren und so weiter und so weiter. Und dann zog sich es noch ein bisschen hin. Nach einigen weiteren Kursen in den Jahren war ich dann 1997 zum ersten Mal in Tokio. Und von da an war ich jedes Jahr einmal oder zweimal pro Jahr in Tokio und dadurch entstand ein sehr persönlicher, enger Kontakt mit unserem Lehrer und der sich bis heute einfach so fortgesetzt hat. Wie kam es dazu, dass ihr ein Dojo gegründet habt und dass wir nun hier sind? Ja, dass wir hier sind, verdanken wir dem Umstand, dass wir in dem Dojo, wo wir vorher waren, nicht mehr bleiben konnten. Aber von Anfang an ist die Geschichte: im Jahr 2000 hatten wir uns die Frage gestellt, einen eigenen Verein zu gründen, um die Rechtslage abzusichern. Und wir gründeten im Jahr 2000 eben diesen Verein und der Namensgeber ist halt unser Lehrer. Und der sagte, Seishinkan, das heißt das Haus des reinen Herzens, wäre der richtige Name für uns und wir sollten diesen Namen verwenden. Und so gründeten wir im Jahr 2000 diesen Verein. Und drei Jahre später mussten wir eben, wie gesagt, aus dem Dojo raus, wo wir vorher drin waren. Und da begaben wir uns mit ein paar Leuten auf die Suche und fanden nach 8 Wochen diesen Raum hier und nach weiteren 8 Wochen Umbau. Und man kann sich vorstellen, wie das hier ausgesehen hat, wenn ich das beschreibe. Es war aufgeteilt mit ganz vielen Pappwänden. Das waren 8 Räume, die wir zu einem gemacht haben. Wir haben die Duschen eingebaut und das Büro und die Matten und so weiter. Und mit viel Eigeninitiative und Geldspenden der Mitglieder konnten wir diesen Verein bewahren und die Dojo aufbauen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir setzen diese Unterhaltung an.